Hallo, da sind wir wieder. Ich zeige euch heute, wie man einen Origami-Schmetterling faltet. Dafür braucht ihr ein Origami-Papier und das faltet ihr zunächst in den Diagonalen zur Hälfte. Das bedeutet, ihr nehmt die untere linke Ecke und faltet die auf die obere rechte Ecke. Achtet darauf, dass die Ecken gut aufeinander liegen. Sobald das gefalten wurde, öffnet ihr das Papier wieder und macht dasselbe auf der anderen Seite. Dafür könnt ihr das Papier umdrehen. Auch da wieder gut darauf achten, dass die Ecken aufeinander liegen. Wenn ihr das Papier zu beiden Seiten gefalten habt, dann seht ihr, dass in der Mitte ein Kreuz entstanden ist, so ein Punkt. Der ist ganz gut, daran kann man sich nämlich sehr gut orientieren später. Jetzt falten wir das Origami-Papier aber erst nochmal zur Hälfte. Das heißt, die unteren beiden Ecken auf die oberen beiden Ecken. So, dass durch diesen Punkt eine weitere Linie gezogen wird. Da könnt ihr das auch nochmal sehen. Genau dasselbe machen wir nochmal zur anderen Seite. Das heißt, den Punkt durchziehen jetzt 4 Faltlinien. Da könnt ihr das nochmal sehen, da ist dieses Kreuz. Sobald das erledigt ist, kommt jetzt ein etwas kniffliger Part. Und zwar nehmt ihr die beiden Seiten, die diagonal gefalten wurden, da könnt ihr es nochmal sehen, und faltet die ineinander, so wie abgebildet. Wenn ihr das nämlich macht, dann kreiert ihr ein kleines Dreieck. Die überstehenden Fächer oben fast, die kann man jetzt einfach runterknicken mit den Knicken, die wir vorher geleistet haben. Und dann passen die perfekt auf unser Dreieck. Besteht dann aus 2 Laschen, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Es funktioniert ganz gut, wenn ihr oben die obere Spitze festhaltet. So, genau, und den Rest einfach oben drauf knickt. So, und dieses Dreieck, bestehend aus 2 Laschen, das halbieren wir jetzt nochmal. Wie ihr sehen könnt, kreieren wir dadurch ein kleineres Dreieck. Das Ganze ist zwar Origami, aber für den Schmetterling brauchen wir außerdem eine Schere. Die greifen wir uns jetzt und werden eine Rundung schneiden. Das werden dann später die runden Flügelchen. Und zwar nehmen wir die Seite, die offen ist, wo alle Ecken offen aufeinandertreffen und schneiden die ab, sodass sie nicht mehr eckig ist, sondern rund. Ihr werdet sehen, sobald wir das jetzt öffnen, aha, sieht es doch schon einem Schmetterling recht ähnlich. So, jetzt nehmen wir die obere Lasche und falten die einmal zur kleinen Spitze, zur kleinen Ecke. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Einmal nach oben, sodass die untere Kante zur mittleren Linie gefalten wird. Sobald das erledigt ist, könnt ihr den Schmetterling wieder umdrehen. Und dann wird es spannend. Und zwar nehmen wir die obere Kante, aber ohne die abgeschnittenen, abgerundeten Ecken und ziehen die einmal so nach unten, dass sich so eine kleine Wölbung fast bildet. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Genau, die Spitze, die muss auf jeden Fall knapp über dieses Dreieck hinausgucken. Genau, knapp über die Kante. So, und wenn das passiert ist, dann knicken wir die da so einmal drüber. Es gibt nochmal extra Halt.
So, und jetzt könnt ihr es, glaube ich, auch schon erahnen. Fehlt eigentlich nur noch eins für unseren Schmetterling. Und zwar müssen wir den in der Mitte ein bisschen zusammenknicken. Könnt ihr auch noch ein bisschen ausbessern. Und schon ist der Schmetterling fertig. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ganz viele in verschiedenen Farben machen. Damit kann man super gut das Fenster dekorieren, vor allem für den Frühling. Das war's von uns und bis bald!